Hey Leute, na? Ich bin's, der Min, eher bekannt als Chat auf meinem Kanal, aber das ist das Q&A-Video. Und das bei 32 Grad in meinem Dachboden. An alle Dachboden-Leute, ich fühle mit euch. Wie bist du zur Rolle von den Raben gekommen? Am ca. 10. oder 11. Oktober hat Santiago Ziesma auf seinem ersten Instagram-Kanal einen Post hochgeladen, wo er einfach seine Zuschauer, Fans und sonstigen Kram halt eine Sprecherrolle anbietet. Für Entführung Luxusklasse. Wo ich mich natürlich beworben habe, um zu zeigen, dass ich der Auserwählte bin. Dazu musste man ein Video hochladen und dann habe ich mich beworben. Hey, ich bin der Min. Man kennt mich als Kate in diesem YouTube-Channel. Und ich möchte mich für eine kleine Sprecherrolle für Entführung Luxusklasse bewerben. Und wurde abgelehnt. Was natürlich auch verständlich war, denn es gab echt viele gute Synchronsprecher und Fandubber und einfach Fans, die einfach Bock dazu hatten. Da waren sehr viele versteckte Talente, unglaublich viele versteckte Talente. Und am 10. November hat mich der Manager auf WhatsApp angeschrieben, er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat mir gesagt, dass ich doch eine Rolle haben könnte. Also mehrere haben dann diese Chance bekommen. Ich weiß nicht wie viele, aber mehrere haben diese Chance bekommen. Wo er mich darum gebeten hat, eine Crash-Stimme zu machen. Eine Crash-Stimme. Also dann habe ich ihn einfach mehrmals so ein Ah! geschickt oder so. Und er sagte mir dann, dass ich einfach mal in dieser Stimme einfach mal irgendwas sagen soll. Und das ist die Story, wie ich zu diesen Raben geworden bin. Okay. Und was magst du an der Rolle? Was ich an diesen Raben so mag, ist irgendwie, er ist diese Art von Besserwisser von der bösen Gruppe. Wo er aber auch manchmal diese ganz krassen Pläne raushaut, dass man zum Beispiel die Kinder entführen soll und dann da die Zauberkraft entnimmt, womit ich mich dann ganz leicht fühle, dass ich schlauer bin als der böse Hauptgegencharakter. Wie beschreibst du den Rahmen als deine Rolle? Als großer Besserwisser, der auch manchmal seine dummen Momente hat. Ah, du musst es einsehen, dass du es nie hinkriegen wirst, wenn du so besessen drauf bist. Du musst es langsam angehen. Mit einer guten Strategie. Eine Stunde später. Ich habe Hunger. Na toll. Das waren wieder 2 Stunden meines Lebens, die ich nicht wiederbekomme. Ein paar Sekunden später. Ach, halt den Schnabel. So einfach ist das nicht. Ah! Du kannst die Kinder ja nicht einfach entführen und hier die Zauberkraft herausholen. Ah! Stopp! Was hast du gerade gesagt? Ich habe Hunger. Nein, das andere. Kinder entführen? Ja, genau. Und was würdest du an der Rolle gerne ändern wollen? Also das, was ich von einem Raben ändern würde, ist eher, dass er mehr Aufgaben bekommt. Zum Beispiel, er ist ein Rabe, der ist gefühlt der Mutter Naturs Ninja. Also er kann doch perfekt alle Informationen aufsammeln, in denen er einfach auf dem Baum sitzt und niemand würde ihn bemerken. Und er könnte dann, was weiß ich, gute Informationen für den Bösewichten holen. Oder vielleicht Beeren oder sonstige Kräuter rausholen, anstatt ihn irgendwie die ganze Zeit voll zu labern, dass er irgendwie schlechte Pläne besitzt. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen oder Zauberer auseinandergesetzt? Oder etwas im Fernsehen gesehen? Filme sehen? Vielleicht sowas in der Art, ja? Also ich habe mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin auch ein sehr großer Film- und Serienkerl, was man auch ganz leicht im Hintergrund erkennen kann. Aber ich habe mich jetzt nie so sehr oder zu sehr über diesen Fantasy-Zauberer-Kram hineingefasst. Also ich bin schon ein großer Fan, was weiß ich, von Harry Potter. Aber ich bin jetzt so kein Kerl, der jetzt so sagt, ich kenne jetzt alle Hogwarts-Regeln oder sonstigen Kram. Hast du schon mal einer Figur deine Stimme geliehen? Ja, und das auf meinem Kanal. Also ich mache Fandubs als Hobby. Schluss damit! Ab heute werde ich so trainieren, wie ich es noch nie getan habe. Härter als Kakarot jemals tat! Wenn das nicht der Sheriff ist. Und ich auch noch, der Deputy. Hi, ich bin Sean. Ein hoffnungsloser Sheriff? Zeig mir, was du kannst. Hatscha!
Oh nein, ich hab deinen Boomerang gefangen. Was nun, Sheriff? Schon mal darüber nachgedacht, ein Sprecher zu werden? Wie wär's? Ich habe schon mal darüber nachgedacht und würde mich auch mega freuen, wenn ich mit zum Beispiel mein Hobby wie Fandubs oder so mein Geld verdienen würde. Ich würde auch mich super freuen, wenn ich, was weiß ich, irgendwann in der Zukunft mal ein richtiger Synchronsprecher werde. Aber zurzeit fokussiere ich mich gerade aufs Umziehen und auf eine Ausbildung anzufangen. Worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich gerade so mega auf sehr viele Filme, die bald rauskommen werden. Und es wäre natürlich auch mega cool, wenn ich damit ins Kino gehen könnte, aber online ist natürlich auch mega cool. Und auf mehr Spielcontent auf Genshin Impact. Wesentlich mehr Spielcontent. Oder vielleicht eine weitere Sprecherrolle. Hey, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt, dieses Video anzusehen. Ihr könnt ja den Kanal abonnieren von Santiago Cisma und vielleicht auch mal bei mir vorbeischauen, bei Hey Kato. Das ist echt dummer Stuff. Bei mir jetzt. Weil Santiago ist recht cooler Stuff. Lass noch ein Like.